30 seconds and counting. Aye. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Aye. Fee, five, four, nothing to a giant. Der Vorschauen. Überall. Bist du deppert. Auf jeden Dank. Wir wissen, welches Werkzeug man mit annehmen hätte. Da rein fällt irgendwas, gell? Alles. Nein. Sag her. Eigene Werkzeuge. Jetzt geht's darum, ganz da schon. Was Burschen, wir sind wieder weg. Heute Schneerennen ohne Schnee in Kugel. Der X-Factory. Letztes Jahr hat es ein bisschen anders ausgeschaut da. He? Ist die Kamera schwierig? Nein, das passt. Letztes Jahr war Schnee. War Gasparty. Wird aber heuer, glaube ich, auch wieder Gasparty. Ja. Also wir sind wieder weg da, da auf der Strecke in Kuchl, sind wir. Ewald, oder? Kuchl? Ja. Kuchl? Nein, ich hab die Kamera, das ist noch nicht ganz im Griff, oder? Achso, da ist er. Okay, wir sind heute am Start mit den zwei Buchmaxis. Ewald Holzer Sens und Dax Factory Sens, 50 Kubik, muss man dazu sagen, gell? Ja. Was sagt ihr zu der 50 Kubik-Geschichte? Würde aber eigentlich am Moor. Ja. Ja, auf jeden Fall eine richtig geile Veranstaltung, wer heuer nicht da ist, muss nächstes Jahr kommen. Und ich würde sagen, wir starten heute mal den Tag rein, oder? Gehen wir so. Hey, stand up guy, boom, 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you tweaking, okay? Cause baby, I'm him, I be on 10. Two-stepping in the party, I do not dance. Watch how I move. Der Dax, bist bereit, ich simuliere jetzt einmal den Hosen hoch. Hat's mir nicht auf die Gurgel. 2, 1, das war jetzt so, ich war schon auf Was ist das Ergebnis vorerst? Das war eine Scheiße. Richtig Scheiße. Das zeigen wir nicht her.
Alter Vater, hä? Das war wieder mal Action. Action pur. Auf Set 1. Hast du wirklich was, hä? Gut. Riecht gut, schmeckt gut. Riecht gut, schmeckt gut. Okay, Tax, das heißt eigentlich, sind wir jetzt bereit für die Party des Jahres? Kabelkopfparty. Alright, Leute, das Monat neigt sich dem Ende zu. Wir haben wieder zahlreiche Sachen erlebt. Wir sind in Schneerennen gefahren in Kuchl, haben wieder bei Grossmax ein bisschen weitergebaut, haben noch ein paar Sachen gemacht. Die habe ich jetzt in dem Februar-Vlog aber nicht eine da. Und jetzt zu guter Letzt verrate ich euch noch eine kleine Vorausschau für März einmal. Wir haben ja, wie wir schon auf Instagram und überall kommuniziert haben, ein neues Projekt. Und zwar das Projekt Asphalt wird wiederbelebt. Und ich habe anstimmen lassen, es wird der Polini 65 Kubik. Ich habe damit zahlreiche Partner und Sponsoren jetzt zusammengearbeitet. Es wird ein richtig cooles Video rauskommen. Es wird nicht mehr so ein Videoprojekt sein wie früher, dass man Schritt für Schritt macht, sondern wir werden das Projekt Asphalt hernehmen, einen neuen Motor aufbauen, Polini 65, extrem lässiger Aussagstutzen. Wir öffnen jetzt einfach einmal das Paket von JMPP. Danke wieder für die Unterstützung. Ist mein neuer Teilrechtpartner, falls ihr jetzt fragt, warum ich mein Buch schaffe. Es war aber wieder mal Zeit für was Neues. Und zwar wird das ein reines Polini-Fahrzeug. Ich habe für diesen Zweck das neue Polini-Zylinderset besorgt. Wir haben zahlreiche Kleinteile wieder. Haben die Polini-Zündung, was ganz, ganz spannend wird zum Austesten. Ich bin schon richtig gespannt auf das. Und haben wieder eine DMP 2.0 Kurbelwelle, was eh schon Standard ist bei uns, sage ich mal. Was ist zum Sagen? Neuer Polini, neues Polini Zylinderset ist mit Kopf, Zylinder und neues Kolbenmodell. Schaut richtig, richtig fein aus. Ich bin schon richtig gespannt. So was wie den Kopf habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich glaube, dass das muss man eigentlich fast kaufen, nachher das Set, wenn man Polini fahren will. Und bin schon wirklich, wirklich gespannt. Wir werden da zeigen, wie man das Motorgehäuse anpasst auf den Polini-Zylinder und werden auch den neuen Ansaugstutzen, den es bei MCW Racetech in Zukunft zum Kaufen geben wird, präsentieren. Ich zeige euch den da jetzt kurz im Video auch schon. Und zwar ist MCW auf mich zugekommen und hat gesagt, er würde uns gern bei diesem Projekt mit einem speziellen Ansaugsystem unterstützen. Man kann dann bei einem im Shop, ich weiß noch nicht ganz sicher, wie es sein wird, zwischen mehreren Ansaugstutzen auswählen. Aber es ist richtig cool, was er uns da gemacht hat. Das ist jetzt noch ein Prototyp. Im Video werdet ihr dann schon das richtig fertige Modell sehen. Ist mit Membran drinnen, Piaggio-Membran, glaube ich, ist das. Und ja, auf diesem Weg vielen Dank an MCW Racetech. Schaut bei ihm vorbei auf der Seite. Er ist ein richtig, richtig lässiger Typ, der euch auch unterstützt sicher, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen und Probleme habt. Ist da sehr flexibel und sehr bemüht, also wirklich top. MCW Racetech, alle vorbeischauen. Dann, meine Freunde, wird es jetzt richtig spannend. Das neue Polini-Zündungsset, ich stelle mir da ein bisschen drauf, wenn das alles von einer Marke ist. Deshalb ist wirklich Vergaser, Zündung, Zylinder, alles von Polini. Ich bin wirklich saugespannt, wie das sein wird. Das ist angeblich eine Zündkurve für den Polini 65 Kubikzylinder drauf. Wir werden sie das gemeinsam anschauen. Werden eventuell sogar mit Zeug Maxi Factory, ich muss erst mit dem reden, vielleicht war er wieder dabei, Prüfstand, bis sie umeinander testen. Ich würde sagen, es wird richtig, richtig spannend. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Wird jetzt auch wirklich im März kommen. Ja, und jetzt kommen wir dann zum letzten Partner für dieses Videoprojekt. Ich habe dann einen Partner gebraucht für eine richtig lässige Kupplung und habt da einen Nenner gefunden mit Claw. Claw findet ihr ja eh auf Buchshop, sind wirklich qualitativ sehr hochwertige Kupplungen, die ihr auf der Straße fahren könnt, aber auch wahrscheinlich sogar für den Renngebrauch, kommt jetzt darauf an, wie viel Leistung euch ein Moped hat. Plant auch zurzeit eine neue Rennkupplung, weil ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf. Aber ja, an der Stelle auch noch vielen Dank an Claw. Und ich würde sagen, freut euch auf den Monat März, es wird richtig, richtig geil. Bleibt dran. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!